Und damit willkommen zurück hier bei Alien Isolation. Also gut, wir müssen durch diese nette kleine Tür in der Hoffnung, dass Hugo Egon, nein nicht Hugo Egon, Mist, toll. 1, 8, wo, 5, 1. Super dunkel. Super dunkel, du. Okay. Das Spiel ist doch mal ein Kacke. Und jetzt will ich hier raus. Nicht so laut! Shit. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Okay. No weapons. Ist bestimmt lustig, wenn man durch die Dinger da durchgeht. Da fängt das an so. Machen. Wie halt eben diese Bewegungs-, Metalldetektoren immer machen, wenn man da durchgeht. Oh Gott. Nicht lustig. Aber ich finde die Atmosphäre, also mit diesem Nebel, gar nicht mal so schlecht. Nebel nennt man das nicht, ne? Das ist ja eher so. Mann! Oh Gott! Ui. Ja, das ist geil. Oh. Ja, Aliens machen vor Kindern nicht halb lang. Ah, mein Herz. Ah. Komm, also das war jetzt nicht nett. Da kannst du sagen, was du willst. Alter. Also das war jetzt... Shit. Ich bin tot. Aber man kann ja, glaube ich, den vorherigen Speicherstand wählen, ne? Danke. Heimatsblechler hat mich das Viech echt erschreckt. Dieser kleine, miese Facehatcher. Yes, ist Maria und Josef. Puh. Okay. Wir haben... Ich... Vielmehr habe... In gewisser Hinsicht ein Problem. Weiß nicht, wie schwer das Problem ist. Es ist ungefähr 2,50 Meter groß, grau, hat einen langen Schwanz und will mich töten. Ich weiß nicht, ob ich es mit Sprengstoff wegkriege. Interessiert sich nicht für den Zug. Das ist jetzt gerade sehr verwunderlich. Okay.
Geh auf. Ich bin nur ein Schatten. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja! Ich lebe! Klack! Oh. Boom. Oh. Der Schrei am Schluss hat mir überhaupt nicht gefallen. Shit. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist echt schlecht. Wo muss ich hin? Fuck. Torrance an Ripley. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die klemmende Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Du hättest doch einfach Nein sagen können. Wie weit? So, sorry für diesen kleinen Cut. Allerdings, ja? Fick dich. Sehr schön. Ja, sorry für den kleinen Cut. Allerdings, hing mir gerade etwas im Hals, wo ich mich so erschreckt habe, irgendwie noch so. Okay, aber ungetrübt kann es weitergehen. Ich habe immer noch nicht. Okay. Es ist in Ordnung. Ich habe es verstanden. Ich soll einen wesentlich längeren Weg nehmen. Das Spiel. Lass mich speichern. Ich bin am Leben. Ich habe nur noch einen einzigen. Ich wäre das Alien weg. Also eine Freak-Art noch. Cool. Da habe ich nichts mehr. Um das Alien irgendwie wegzukriegen. Wenn ich nicht irgendwas noch finde, außer ich dürfte... Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Toll, ich wollte gerade sagen, ich habe vielleicht genügend Zeit, irgendwas Nettes zu bauen. Ah, Leute, ich habe nichts. Achso. Moment. Das ist gelogen. Ja, du wirst mich einfangen. Am Arsch wirst du. Ja? Am Arsch. Blöd, Mann. Ich bin echt nicht mehr gut drauf. Wait. Wait. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Halt die Klappe. Und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthesen. Die wollen mich alle töten. Darf ich ja eine andere Alternative nehmen? Fragezeichen. Ausrufungszeichen. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkomme, wo ich hin will eigentlich. Das sind komplett neue Bereiche. Ich wollte noch sagen, ich habe das Viech doch gehört, aber das ist ziemlich laut gewesen. Was auch immer ich tue, ich sollte es einigermaßen schnell tun, ne? Ich will jetzt überall Sachen mal reinstecken. Das klang falsch. Gott sei Dank. Noch mehr Geräuschmacher? Nein! Mann! Kacke. Also ich brauche... Rohrbomben.
Mollo. Ich glaube, der hat mich. Nö. Nö, er hat mich nicht. Will ich jetzt alle durchsuchen, ist die Frage. Ich glaube ja eher fast nicht, ne? Auf der anderen Seite, ich brauche Ethanol. Ich komme ja nicht drum rum, ne? Wenn einer von den Säcken hier halt was Interessantes hätte, wäre das schon mal nicht schlecht. Und wie gesagt, eine, ich komme aus diesem Gefängnis, Freikarte, wenn man es so nennen darf, habe ich ja noch. Toll, super. Ich wollte gerade sagen, mein messerscharfer Blick darf nur das Alien nicht verfehlen. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Ich muss so oder so ran. Okay. Ich muss so oder so da dran. Oh Mann. Es wird nicht leichter oder einfacher. Ja, genau. Dafür brauche ich nämlich die Schlüsselkarte, die da hinten drin liegt. Okay. Das ist doch schon mal was wert. Kugelschreibstift. So. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Letzter Kampf. Freigabe. Audiozuge. Nein, 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 das kann nicht sein. Das muss doch irgendwo was sein. Nein, das war falsch. Komm, 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 komm. Das habe ich jetzt übersehen. Ja, ich hab's übersehen. Da steht's doch ganz groß. 1, 9, 8, 4. Hallo, lieber Klos. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Okay. Ein sehr freundliches und soziales Alien. Das lob ich mir. Ach so. Ja, ich will lieber die Knifte haben. Die Rohrbombe doch eher als Ulti dann haben. Vor allem, das Spiel wusste genau, wann ich nicht und wann ich ja habe. Finde ich cool. Den Code hatte. Sehr schön. Toll, jetzt muss er gleich wieder runterkommen, gell? Wenn er gleich wieder abhaut, sollte mir das egal sein. Ich hätte eher nachgucken müssen, wo das Viech ist. Ah! Da drüben. Okay. Wehe, du Arsch, ja? Wehe, du hattest deine Chance als Halber. So. Ah, sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft. Nicht so gut. Links, rechts, geradeaus. Das ist eine Sackgasse? Nee, das ist nicht. Da ist was, was ich aufschmeißen darf. Sehr gut. Speicherpunkt. Bitte ein. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Ja, ist in Ordnung. Das wird nicht geschehen. Ich werde ihn vorher umbringen. Muss dieses blöde Alien mir auf Schritt und Tritt folgen? Okay, ich muss 100% nicht da rein. Oh
komm, hör mal auf mit deinem blöden Ding da, ey. Das nervt so ein bisschen. Solange er hier nicht irgendwo durch die Decke durchbricht, ist mir alles andere egal. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsentäter. Ach, da ist irgendwas vor die Tür gelehnt. Ich wollte gerade, mich gerade gefragt, wie will die Tür bitte so schräg aus der Fuge da rauskommen? Oder in den Raum. Oder in beide Räume. Das kann schon sein, ne? Keine Ahnung. Oh, gib mir mal ordentliches Zeug. Flammenwerfer, Munition. Und verrat mir, wo das Gerät versteckt ist, das ich hier höre. Das mich am meisten interessiert. Das nämlich mein Leben garantiert, dass ich zumindest nicht nochmal den ganzen Scheißweg da latschen muss. Okay, Bindemittel, das haben wir ja aber schon zu tausendfach, dass das voll ist. Ah, war ja klar. Da. Da will ich hin. Mann, 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 Mann. Dim. Danke. Let's be saved. So, Sprengkapsel. Kann ich mittlerweile Rohrbomben bauen. Ethanol habe ich noch nicht gesehen, von daher... was fehlt mir dann dazu? Ich hätte drei Mollys machen können, ich Idiot. Oh nein! Dies ist keine Übung. So. Heieiei. Sensoren voll. Okay, jetzt will ich es wissen. Achso, ich soll einfach nur einen anderen Weg finden. Also die Tür geht schon mal nicht, das ist klar. Also dann bleibt ja nur noch da. Das da. Wie bist du eigentlich gestorben? Wahrscheinlich Kopfschüsse. Scheint so. Hinein in die Löwe. In die Löwe des Höhlen. Ja, ja. Ah, Gott. Hey, Sprengkapsel. Also, ein Molly hätten wir schon mal wieder. Und wir werden gleich die Ressourcen für ein weiteres sichern. Und übrigens, bitte... Das da hier. Sieht nicht so gesund aus. Wie es hier aussieht. Ah, vor allem, ich muss Lärm machen. Das gefällt mir nicht. Halt, warte, da stand was. Kann auch Generator funktionsbereit. Ja, ja. Ist mir schon klar, dass ich den ersten den Generator funktionsbereit machen muss, Mann. Lass mich. Notfallsituation. Oh. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsentäter. Nein, das ist doch jetzt zum. Ich habe doch nirgendwo was gefunden. Kacke. Achso, ich war aber auch noch nie, doch nicht überall. Sehr schön. Ich würde sagen, das war knapp. Der hat sich aber auch gut angemeldet. Wobei ich mich schon tot gesehen habe, also so ist es nicht. Wir uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Hm. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig... Orbitalstabilisatoren ausfallen. Die Station verlassen. Bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh. Öffnen.
War das jetzt besonderer? Ich weiß es nicht. Ich habe mal jetzt echt nicht gesehen. Da hinten ist er. Oder waren das mehrere? Ich weiß es. Ich weiß es halt. Ja, das war jetzt gerade so ein bisschen blöd. Also da hätte man noch ein Skript einbauen können, oder? Ich halte zwar von Script-Szenen nicht in der Regel nicht allzu viel, aber das war jetzt schon irgendwo sehr seltsam. Also gut. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Also ich gehe jetzt mal raus und speichere, aber I don't know, was jetzt gerade das Spiel so von mir verlangt. Also ich war jetzt wirklich der festen Überzeugung, ich müsste den Generator da draußen irgendwie anschmeißen. Ja, aber... Das klingt so, als wäre er halt 2 Zentimeter hinter mir, ne? Was er ja eigentlich auch ist. Ich weiß es nicht, was das Spiel will. Soll ich jetzt da noch in den Raum rein? Ich meine, die ist ja auch was zum Aufschweißen. Oh, jetzt ist die Tür offen. Ah, okay, das hat die Tür geöffnet. Jetzt muss ich hier drin nachschauen. Ich habe es verstanden. Okay. Mal hier an dieser Stelle allerdings einen Schnitt. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.